Schaut mal, was ich gerade gefunden habe. Hier werden bestimmt Ratten gefangen. Ich weiß nicht genau, was für ein Tier. Jedenfalls ist es eine Falle. Eine Lebendfalle. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist mein letzter Tag hier in Kuching, hier in Malaysia. Und mein Flug geht erst um 20 Uhr. Und da habe ich jetzt beschlossen, ich gehe jetzt nochmal in die Stadt. Der Markt hier in Kuching ist so ganz anders als der Markt in Kota Kinabalu. Der Markt in Kota Kinabalu ist exotischer, finde ich. Hier mal ein Einkaufszentrum in Kuching. Die Einkaufszentren sind hier immer riesig. Das wurde jetzt gerade erst eröffnet und heute Nachmittag ist hier richtig was los. Übrigens an den Toiletten dran, wie man sich den Po sauber macht. Hier wird nicht geduscht, sondern es gibt Toilettenpapier. Hier gibt es eine Dusche mit einem separaten Schlauch. Und das Papier nicht vergessen, vorher mitzunehmen. Jetzt wollte ich mal gucken, was so ein Tablet hier kostet. Und fasst das an, auf einmal geht ein Alarm los. Heute koste ich mal eines der Nationalgerichte hier. Das ist Laksa. Und dazu gibt es Tücher und hier ist Spicy, mag ich aber nicht. Na dann, guten Appetit. Enjoy your meal. Letzter Tag ist vorbei hier in Kuching. Jetzt steige ich gleich in den Flieger nach Singapur und dann geht's ab nach Tegel. So, das letzte Video in Kuching. In einer Stunde ist Boarding. Berlin, da, 0.25 Uhr, Terminal 2, Gate F52. Sieht ja schon mal gut aus hier. Riesig, riesig, hier ist ja schön. Gehen wir mal gucken mit Springbrunnen. Und eine Brücke. Ein wirklich schöner Flughafen. Wow. Schick, schick, schick die Toiletten hier. So, hier fährt der Skytrain zu Gates A und B. Sehr hübsch. Das kann sich ja Charles de Gaulle mal ein Stück von abschneiden. Und wenn man jetzt hier die Rolltreppe runterfährt, dann kann man nach Singapur einreisen, wenn man sich hier an der Immigration anstellt, diesen Zettel ausfüllt, den man eventuell schon im Flugzeug bekommen hat, und dann ist man drin in Singapur. Hier ist es ein bisschen so wie in Doha. Hier ist so eine Runde, wo man shoppen kann. Also wenn ich es mit Borneo vergleiche, ist es hier ja mega teuer. So, jetzt bin ich im Gate und schaut mal, die stehen jetzt hier alle an, weil sie sich Trinkwasser einfüllen wollen. Auf den anderen Flughäfen hier in Südostasien ist es erlaubt, Trinkwasser mitzunehmen. Und jetzt hier in Singapur haben die alles ausgekippt
Und deshalb stehen jetzt hier alle an, weil weiß gut, gibt es ja keine Getränke und kein Essen. Und darum füllen sich hier alle was auf.